Hallo liebe Leute, ich habe neulich schon mal davon berichtet, dass das Haus neben dem ältesten Haus in Herzberg renoviert wird. Das kann man im Hintergrund auch schon sehen. Ich wollte mal gucken, ob man da von außen schon ein paar Neuigkeiten wahrnehmen kann, weil ich das natürlich sehr cool finde, dass es hier solch ein Projekt gibt. Jo, auf dieser Seite kann man sehen, dass da eine Isolierung entfernt wurde. Die Außenseite ist noch mit Planen verdeckt. Da gibt es halt so ein paar Löcherlein, wo man halt so ein bisschen gucken kann. Eine Tür ist installiert, ist alles sehr blickdicht. Das ist halt ein bisschen schade, wenn man da so ein bisschen neugierig ist. Ich gehe davon aus, dass das Haus vollständig entkernt worden ist. Denn man kann bei der einen Lücke hier ein bisschen erkennen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann, dass innen drin also nur Balken freiliegen. Das ist also da, na, ich glaube, nicht ganz so gut zu erkennen. Und wenn man hier ein bisschen weiter rumschaut, dann kann man hier noch einen kleinen Eingang sehen. Und auf der anderen Seite ist halt leider auch alles relativ dicht. Aber auch hier sind wohl Dämmplatten mal entfernt worden. Ich gehe davon aus, dass das allerdings stetig vorangeht. Und an dieser Stelle, wenn man da oben nochmal guckt, da ist noch eine kleine Lücke, da kann man sogar den Himmel sehen. Da sieht man also, dass in dem Gebäude wohl nur noch die Balkenkonstruktion zu erspähen ist. Von daher nicht allzu viele Neuigkeiten von dem Gebäude. Ich hoffe allerdings, dass es sich so entwickelt, dass es zu anderen Fachwerkhäusern hier in der ältesten Straße der Stadt passt. Es steht ja auch neben dem ältesten Haus in Herzberg. Und wenn das ein weiterer Hingucker werden könnte, dann wäre das ultra cool.